Ja, hallöchen zusammen, das ist mal wieder ich, euer Gartenküchenfuchs. Wir testen mal hier meine neue Bratpfanne. Wir machen hier den Bratkartoffeltest. Und zwar aus rohen Kartoffeln. Wie man Kartoffeln schälen und schneidet, das habe ich euch jetzt mal nicht gezeigt. Wichtig ist am Ende das Resultat, wie das Ganze dann aussehen wird. Und wie lange die Kartoffeln brauchen. Also im Augenblick sind sie so 4 Minuten in der Pfanne. Und sehen eigentlich schon ganz gut aus. Nach ungefähr 15 Minuten sehen die Kartoffeln jetzt so aus. Wie gesagt, immer dran denken, es handelt sich hierbei um rohe Kartoffeln, die ich verwendet habe und keine vorgegarten. Bei vorgegarten geht es natürlich schneller. Ja, nach ca. 20 Minuten sind die Bratkartoffeln fertig und bereit zum Verzehr. Wir schwenken jetzt noch mal kurz durch. Und dann können wir es uns auch schon gleich schmecken lassen. Also die Pfanne ist wirklich super. Andere Pfannen, herkömmliche Pfannen mit einer einfachen Teflon-Beschichtung würden da wesentlich mehr Zeit beanspruchen. Diese Pfanne kostet bei Edeka 25 Euro, 24,99 Euro, um genau zu sein. Und ja, also, ich bin zufrieden. Und nein, das ist weder Product Placement noch Werbung, sondern das ist einfach ein Produkttest. Ja Leute, jetzt sehen wir uns doch noch mal kurz. Ja, das war jetzt mal ein bisschen was anderes in diesen schwierigen Zeiten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen bei diesem Produkttest. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Also, ciao, ciao. Shalom und goodbye.